Boah, Chat, übrigens morgen 20:15 Uhr gibt es Premiere auf meinem YouTube-Channel von meiner neuen Show. Was da genau passiert, werdet ihr sehen. Aber jetzt hätte ich erstmal Bock, in das ein oder andere Video reinzugehen, Chat. Okay, gehen wir rein, Chat. Dann gehen wir jetzt wieder rein von Just Nero. Ich glaube, dass das ein bisschen heikler werden könnte, das Video. Aber wir werden gleich sehen. Na, von der Aline Bachmann-Shit-Show zum Leben, das mal wieder so richtig diesen macht. Ja, ich glaube, ich bin euch eine kleine Erklärung schuldig. Ihr merkt ja, dass von mir im Moment ziemlich wenig Videos kommen und ich nicht wirklich bzw. sehr wenig auf eure Instagram-DMs reagiere, teilweise sogar auf die YouTube-Kommentare. Ich will euch kurz den Grund erklären, warum das gerade so ist, wie es halt ist. Ne, das wird wieder mehr, deswegen auch nur gerade. Ich sehe es so, ich bin euch das irgendwo schuldig, weil ich das hier immerhin auch euch zu verdanken habe. Ist ja klar, dass ohne meine Ehren-Community hier nichts laufen würde. Also andererseits verstehe ich seinen Punkt, dass er denkt so, ey, er müsste quasi seinen Zuschauern oder Zuschauerinnen sagen, was in seinem Leben abgeht. Andererseits sind auch private Sachen. Also ein Statement von, ey, übrigens, gerade ist echt viel in meinem Leben, ich schaffe die Videos nicht so, würde ja vollkommen reichen, da wäre ja jeder happy mit. Keine Angst, das hier wird kein Heuli-Heuli-Video. Ich möchte euch das Ganze einfach mal eben nüchtern erklären, damit ihr Bescheid wisst. Das nächste reguläre Video kommt auch in nicht allzu weiter Zukunft. Ihr wisst auch welches. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich so ein wenig Probleme mit Depressionen habe und gerade ist wieder so eine Phase, in der es mir nicht so gut geht. Es ist jetzt alles scheiße, Alter. Manchmal frage ich mich, was in unserer Gesellschaft manchmal so ein bisschen falsch läuft, weil ich kenne halt auch privat so viele Leute, die halt so mit Depressions halt sehr hart zu kämpfen haben. Und ich kann das, ich weiß nicht, ob es irgendwie weird war bei unserer Schule, aber bei unserer Schule wurde irgendwie so gelehrt, dass Depression so voll die seltenere Krankheit ist und dass nicht viele Leute haben, alles mögliche. Und ich denke mir manchmal so, ey, gefühlt sollte jeder Zweite oder sollte jede Person mal zum Psychologen gehen, weil in jedem schlummert irgendwie was drin, was nicht richtig verarbeitet ist. Und ja, halt vielleicht nicht Depressionen auslösen, aber zumindest, ich sag mal so Ansätze davon, oder dass es einem im Leben einfach scheiße geht. Und ich frag mich wirklich, was läuft falsch, dass so viele Leute davon berichten, dass sie Depressionen haben. So. Weil klar, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, denen geht es einfach nicht so gut. Und dann sagen sie, ich habe Depressionen, etc. Aber selbst das sollte man ja ernst nehmen, dass wenn es Leuten auch mal nur eine Zeit lang nicht gut geht, dass man denen irgendwie helfen kann. So. Und aber es geht halt nicht. Wenn du halt normal versichert bist und einen Therapieplatz möchtest, ja, dann war das halt ein Dreivierteljahr. Also ich hatte auch mal wegen einer Sache angefragt. Und es war halt so, ja, wir können dir in 6 bis 9 Monaten einen Platz geben. So, und das war halt nicht für was Krasses, das war einfach nur so, ich wollte mal mit wem alle 2 Wochen quatschen, so, und über Dinge, die ich nicht so richtig verarbeitet habe und sowas, was hat ja jeder im Leben. Und es war so, ja, okay, krass. Aber es hat, war abseits davon, ob ich jetzt krasse Depressionen habe oder halt nur Dinge verarbeiten möchte, war es halt egal, 6 bis 9 Monate. Und das hat mir so, ja, Digga, aber wenn es jetzt gerade scheiße geht, Digga, wo, das ist doch kein System, was, also, das kann ja nicht der Stand des Systems sein, dass man 6 bis 9 Monate wartet, weil ich habe dann einfach gedacht, okay, dann gehe ich halt nicht zum Seelendoktor und rede mal mit ihm drüber. Ist nicht so extrem schlimm, also macht euch keine Sorgen. Aber trotzdem ist es halt nicht so easy. Ich habe richtig Schwierigkeiten, meinen Arsch hochzubekommen, was Videos angeht. Man könnte sagen, ich habe gerade wirklich maximal keine Motivation und Lust, was zu machen. Das kann ich aber auch manchmal. Ich schaffe es dann aber immer noch, mich irgendwie krass zu zwingen. Also ich schaffe es dann quasi, mir Ausreden einfallen zu lassen, warum ich es jetzt unbedingt machen muss, doch trotzdem aufzustehen. Aber natürlich habe ich auch Tage, wo ich einfach unter meiner Bettdecke liege und mir denke, ich will nicht, mir ist alles zu viel hier, bitte lass mich alle in Ruhe. Ich weiß nicht, wenn man so von allen Seiten bombardiert wird, dann wird mir manchmal auch alles zu viel und dann denke ich mir so, dann kann ich auch einfach nicht mehr. Dann ist es einfach too much. Aber ich glaube, das haben viele Leute so. Das gilt aber nicht nur für YouTube-Videos, sondern irgendwie für so ziemlich alles, so soziale Interaktionen, Produktivität, Haus verlassen, sind gerade ganz mystische Themen irgendwie. Das ist aber auch mal wieder gerade so eine goldrichtige Phase. Meine Videos laufen halt so gut wie noch nie. Ich glaube, es gab wirklich noch nie einen Zeitpunkt, zu dem meine Videos so viele Klicks gezogen haben. Und dafür nochmal wirklich danke für jeden, der so hart rein supportet. Ich weiß es absolut zu schätzen. Und eigentlich sollte man das auch irgendwo nutzen, so rein aus geschäftlicher Sicht. Aber ich bin euch da ehrlich, anstatt jetzt extra, weil es läuft, Videos... Finde ich gar nicht. Ich finde nicht, dass man denkt, okay, jetzt gerade läuft's gut. Jetzt muss ich aus geschäftlicher Sicht unfassbar mehr reinhauen. Man sollte lieber so machen, wie man sich fühlt. Weil, ey, wir sind alle, das ist ein kreativer Job so. Klar, ist auch ein Job,
aber es ist auch ein kreativer Job und das kannst du nicht erzwingen. Du kannst es vielleicht in gewisser Weise erzwingen, aber ich glaube, dann werden die Videos nicht so gut, wie sie werden würden, wenn man sie mit Lust macht. Bin ich der festen Überzeugung von. Deswegen ist wichtig, dass man sich auch Auszeiten nimmt. Videos rauszudrücken, auf die ich eigentlich keine Lust habe, weil ein paar Barren mehr abstauben, das ist mir das Risiko halt nicht wert, mit dem Spaß an der Sache komplett kaputt zu machen. True. Den habe ich ja eigentlich immer, nur halt, wie gesagt, gerade einfach nicht wegen dieser Episode. Und das wird bald wieder, das verspreche ich euch. Es ist aber eben nicht nur dieses Problem, da kommt halt noch ein bisschen was drauf. Vor einiger Zeit hatte ich ja wieder eine Nierenbeckenentzündung. Jeder, der es schon mal hatte, weiß, dass es halt mit ekligen Schmerzen verbunden ist. Und die habe ich versucht, mit Opiaten zu therapieren. Ist auch alles schön und gut, aber ich habe die Schmerzmittel halt einfach zu lange genommen und ich komme gerade nicht mehr so wirklich davon los. Ich schleiche jetzt. Shit, Alter. Das habe ich auch mal bei jemandem miterlebt, der dann quasi sehr, sehr. Das waren halt keine Opiate, das waren ähnliche Sachen, sag ich mal. Aber einfach ehrliche Sachen. Ich will nicht auch nicht zu sehr ins Detail gehen gerade. Und diese Person wurde dann irgendwann richtig unruhig und wollte diese Sachen haben und war dann auch richtig so mad, wenn er die Medikamente, die er gerade gar nicht so doll braucht, nicht bekommen hat. Zwar aus, so mit kleineren Rückschlägen. Aber das braucht halt einfach seine Zeit. Kalt ist halt überhaupt keine Option. Ich hab sogar das Gefühl, dass es dann schlimmer wird als vorher. So, Rebound lässt grüßen. Wenn man das längere Zeit nimmt, muss man für die erwünschte Wirkung die Dosis halt steigern. Und das ist bei mir einen Abend richtig nach hinten losgegangen. So, die Schmerzen waren da etwas unangenehmer und ich habe mit der Menge einfach völlig übertrieben. Folge davon war halt, dass ich so gut wie keine Luft bekommen habe. Boah, das ist scheiße. Das ist richtig mies. Beziehungsweise es hat sich angefühlt, als wenn ich komplett ersticke. Und dadurch kam dann wieder eine Panikattacke zustande. Ende vom Lied war dann, dass ich halt im Krankenhaus gelandet bin. Aber ich habe das Ganze relativ gut überstanden. Auch wenn das jetzt wieder etwas häufiger wird mit den Panikattacken. Aber das ist halt so die... Aber auch hier gerade nochmal, Chat. Ich kenne so viele Leute aus der Szene, die so oft Panikattacken kicken. Ich bin eigentlich ganz gut davon losgelöst, klar. Ich hatte jetzt letztens eine... in Kombination mit der Corona-Infektion. Aber da gab es auch einen sehr, sehr direkten Auslöser dafür. Früher da mal so ein bisschen mit zu kämpfen, aber ich kenne halt so viele Leute, die haben da so krass Probleme mit. Also, und ich denke mir so, das kann doch nicht sein, dass man einfach dann eine Panikattacke bekommt und dann das Gesundheitssystem so ist, so ja, dann ist er das wohl so. Weil es gibt halt zu wenig Therapieplätze. Du kannst ja nichts machen. So, gefühlt sollte jede Person eigentlich, also... Der Best Case wäre eigentlich, wenn jede Person die Möglichkeit hätte, wenigstens alle 2 Wochen mal zum Therapeuten zu gehen. Vor allem in der aktuellen Lage noch mit Corona und sowas. Ne? Und jetzt mit Krieg nochmal, ne? Da haben viel mehr Leute nochmal Angst. Aber es ist ja absolut nicht machbar. Das muss sich auch irgendwie ändern. Die aktuelle Lage bei mir, so nur damit ihr Bescheid wisst, warum gerade einfach weniger kommt und nicht so die krasse Interaktion von mir da ist, ist halt etwas ungeil und die generelle Situation ist halt auch wirklich gerade schlimm mit der Ukraine. Voll. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich steigere mich da richtig rein, so gefühlt alle 5 Minuten scroll ich die Nachrichten nach Updates dazu durch. Ich mach's nicht mehr. Ich habe es am Anfang sehr viel gemacht. Ich kann das nicht. Heute Morgen habe ich meinen Fernseher auch aufgemacht. Was ist aufgemacht? Ich habe meinen Fernseher angemacht und dann habe ich halt so ein bisschen, war ich auf YouTube. Und dann waren da so Nachrichtenbeiträge und sowas. Ganz viel Ukraine, ganz viel Putin, ganz viel Stuff. Ey, ich bin so unglücklich geworden. Ich musste das zumachen. Ich habe nur die Thumbnails von den Videos gesehen. Ich war so unglücklich dann einfach danach. Oder was ist unglücklich, aber so richtig belastet so. Und dann dachte ich so, ich kann das nicht. Klar, man sollte sich ein bisschen informieren, aber ich das ist zu viel. So, deswegen auch mal abschalten, abseits vom Krieg, auch mal andere Medien konsumieren. Klar, man sollte sich auch informieren, aber... man muss nicht so viel Nachrichten gucken in der Hinsicht. Das ist auch wichtig, weil sonst werden wir einfach auch krank. Kann damit halt einfach nicht aufhören. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Gut für den Kopf ist es auf jeden Fall nicht. Nee. Also falls ihr auch solche Kandidaten seid, die da die ganze Zeit nachrecherchieren, versucht wenigstens mal einen halben Tag Abstand davon zu nehmen. Ja, ich wollte mir das halt einfach mal von der Seele reden. Wie gesagt, ich denke... Ich glaube, so ein von der Seele reden tut auch sehr oft sehr gut. Das ist auch das Schöne, dass man so Kanäle hat und ja wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Zuspruch in den Kommentaren bekommen wird, hoffe ich auf jeden Fall, klar. Das ist schön, dass man so eine Plattform hat, das ist auch geil. Ich denke halt, ich bin euch nach allem, was ich euch zu verdanken habe, schuldig, ne? Euch da komplett im Regen stehen zu lassen, wäre aus meiner Sicht überhaupt nicht cool. Ihr seid übrigens mit die Ersten, mit denen ich darüber spreche. So, ich glaube, vorher habe ich nur mit Baku und Coco darüber geredet. Die kümmern sich übrigens auch gut um mich, also... Das ist sweet, das ist sehr cool. Macht euch keinen Kopf, das wird bald alles wieder. Wie gesagt, das nächste Video ist in der Mache, kommt in naher Zukunft. Ich habe euch übrigens auch noch einen Strawpaw-Link in die Beschreibung gepackt. Wie ihr es findet, dass im Moment so viel über Aline kommt, könnt ihr gerne mal abstimmen, was ihr davon haltet, ob ihr weniger dazu sehen wollt. Andere Themen zwischendurch oder sonst was. Ich möchte einfach ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, mir eure Meinung einholen und euch halt nicht vergraulen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen irgendwann.
Tschüss. Ey, war zwar ein trauriges Video, aber auch irgendwie ein schönes Video. Boah, die Bewertung ist krass.